Wer war Karel Seemann? Karel Seemann war ein tschechischer Filmregisseur. Er zählt zusammen mit Hermína Tyrlová und Jiří Drinka zu den Begründern des tschechischen animierten Films. Karel Seemann wurde am 3. November 1910 in Ostromer geboren. Er besuchte die Schule in Frankreich und arbeitete zunächst in der Werbebranche. Nach seiner Rückkehr nach Tschechien interessierte er sich mehr und mehr für das Puppenspiel und den animierten Film. 1943 begann er in den Filmstudios in Zlín zu arbeiten und stellte zusammen mit Hermína Tyrlová den ersten Trickfilm Vánoční Weihnachtstraum her. Einer seiner bekanntesten Filme ist Reise in die Urzeit, über dessen Entstehung auch eine Filmdokumentation gedreht wurde und für den Seemann 1955 den Preis für den besten Kinderfilm der Filmfestspiele in Venedig erhielt. Karel Seemann setzt in seinen Filmen innovative Tricktechnik ein, indem er reale Szenen mit Schauspielern mit Trickfilmsequenzen verband und besondere Effekte verwandte, wie unter anderem optische Täuschungen. Ursprünglich als Dekorateur in einem Werbestudio tätig, lernte er den Trickfilm kennen und schuf erste Animationen. Parallel entwarf er die populäre Comicfigur Brokuk, der Bürokrat. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Baron Münchhausen, Die Erfindung des Verderbens, Das gestohlene Luftschiff und Auf dem Kometen. 2001 wurde der Asteroid Karel Seemann nach ihm benannt. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Waldfriedhof Zlín. Seine Tochter Ludmila Seemann ist Kinderbuchautorin und auch Trickfilmproduzentin. Sie ist Mitbegründerin des 2012 eröffneten Karel Seemann Museums in Prag.